Ja, bei Miss Angela Titzrath, die Vorstandsvorsitzende der HALA. Frau Titzrath, also außer dass ich Ihnen natürlich ein tolles neues Jahr wünsche und uns allen, habe ich eine ganz einfache Frage. Haben Sie eigentlich schon einen Chinesischkurs belegt? Ni Hao kann, glaube ich, jeder mittlerweile. Aber ich glaube, unsere Sprache ist Deutsch. Die internationale Sprache der HALA ist Englisch. Und das versteht jeder unserer Kunden und auch jeder, der bei uns aktiv als strategische Beteiligung zu Hause ist. Das ist natürlich auch ein bisschen scherzhaft, aber es ist ja tatsächlich eine Diskussion entbrannt um die Frage, ob es einen chinesischen Einstieg bei einem Containerterminal in Hamburg geben darf. Und ist es nicht so, oder vielleicht ist das nur eine insinuierende Frage, aber außerhalb Hamburgs wird es ganz anders diskutiert als in Hamburg. Wie ist Ihre Wahrnehmung? Also Hamburg steht ganz klar hinter dieser Beteiligung. Es ist eine Beteiligung in einer Betriebs-GmbH. Es ist weniger als 8% der Gesamtkapazität des Hafens und davon 24,9%. Warum muss man das erklären? Naja, weil wir Hamburger kennen unseren Hafen. Und ich glaube, die Hafenthematik und auch, dass der Hamburger Hafen zu 100% der freien Hansestadt Hamburg gehört und auch nach dieser Beteiligung weiterhin den Hamburgern gehört, das muss man außerhalb von Hamburg ein bisschen erklären, die eben weit weg sind von dem tatsächlichen Know-how, was wir hier haben. Haben Sie da etwas Glück gehabt, dass wir mit Olaf Scholz einen Bundeskanzler haben, der das auch der Bundesregierung verklickert hat? Haben Sie mit Olaf Scholz darüber schon gesprochen? Also wir haben natürlich intensive Gespräche mit dem Wirtschaftsministerium geführt, das federführende Ministerium ist. Und ich glaube, es ist wichtig, dass natürlich auch in Berlin Hamburger sind, die Hamburg erklären können. Aber wir haben sehr viele Gespräche geführt, sodass wir die Hintergründe haben aufklären können. Nach der allerersten Einschätzung, die ja dann auch revidiert worden ist, erklärt haben, wie gut wir unsere Interessen absichern und dass eine Minderheitsbeteiligung eben eine Minderheitsbeteiligung ist. Es wird geführt, gesteuert nach deutschem Recht, nach deutschem Arbeitsrecht. Es bleibt in der Hand der HALA, auch das Containerterminal toller Ort. Ja, letzte Frage. Frau Titzrath, Sie sind ja auch sehr kulturbeflissen. Sie gehen in Konzerte. Was schauen Sie sich denn eigentlich dieses Jahr an? Eher Elbphilharmonie, also Hafenkante sozusagen, oder eher Jazzclub? Was wird es werden? Also sowohl als auch. Ich bin da sehr breit aufgestellt. Ich finde, diese wunderbare Stadt Hamburg hat so viel zu bieten, kulturell. Nicht nur musikalisch, literarisch, ganz viele sozusagen Restaurant-, Kneipenlandschaften und kulturelle Landschaften. Da ist für jeden was dabei. Und für mich natürlich von der Elbphilharmonie bis zum Jazzclub. Und darauf freue ich mich.